Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Yonder the Cloudcatcher Chronicles. Es ist einige Wochen her, dass ich es gespielt habe, da ich im Urlaub war und ja, zuletzt auch meine Grafikkarte ja kaputt war. Ich habe dann zwar noch einen Ersatz geholt, kurz vorm Urlaub, aber wirklich aufgenommen hatte ich dann, glaube ich, nicht mehr. Ja, und ich habe mittlerweile auch währenddessen ich im Urlaub war, kam auch mein neuer Rechner an. Und das ist jetzt quasi mit die erste Aufnahme, die ich jetzt mache. So, erstmal wieder hier reinkommen in diese Steuerung. Das war die Quest. Wo war die Karte? Genau. Wir hatten hier irgendwo, ich glaube der da, einen Teleporter gefunden, der uns hier runtergebracht hatte. Und dann sind wir hier einmal lang gelaufen. Ich glaube, die Steine der Weisen, genau, die auf der Karte sichtbar sind, das sind die, die schon... Wo kein Ausrufezeichen mehr steht, das sind die, die ich schon freigeschaltet habe. Die bringen einen in diese Welt, wo auch dieser, ich nenne es mal Gott ist. Und das sind auch nochmal Teleportationsmöglichkeiten. Aber dann immer nur von Stein zu Stein. Genau, und dann sind wir hier unten an der Küste lang, weil ich eigentlich hierhin wollte, weil ich wusste, da ist noch eine Quest. Und dann haben wir hier diese Stadt gefunden. Es war, glaube ich, die Stadt der Stricker, wie sagt man? Der Näher. Naja, auf jeden Fall ein weiterer Beruf. Nadel und Faden, na, steht nicht da. Aber ich hatte das Problem, dass ich hier nicht alles abgeben konnte, da mein Inventar zu voll war. Und das habe ich jetzt mal in der Zwischenzeit geleert gehabt. Habe ein paar Sachen in meine Kiste gepackt, die bei meiner ersten Base ist. Ich habe mittlerweile ja schon weitere. Also das war ja meine Startdings. Da unten den Friedhof hatte ich. Friedhof sage ich schon. Bauernhof hatte ich. Den... Hatte ich den auch schon? Okay. Und jetzt habe ich auf jeden Fall Platz, um das abzugeben. Schneiderrezept und Kittel. Nochmal Schneiderset. Vor allem, das ist eine Frau, oder nicht? Das sieht zumindest aus wie eine Frau, aber die Stimme... Achso, das soll ich jetzt herstellen. Stimmt, das war ja bei allen anderen auch so. Erstmal sortieren, dann... Einfacher Kittel habe ich doch sogar. Ausgerüstet. Die Berufe. Schneider heißt er, glaube ich. Genau, und da ist es auch. Ein Schneiderset kriegt man aus... einmal Zwirn. Und einmal Holz hin. Und den Kittel braucht ein Schneiderset, Kurzwaren, Seide, Stoff und weiße und blaue Farbe. So, das stelle ich her. Und damit habe ich die Eingangsquest fertig. Firlefanz herstellen. Schneidergilde, bitte nimm dieses Rezept als Belohnung für deine Arbeit. So, Designabzeichen bekommen. Leinenrucksack. Ob der nur kosmetisch ist? Oder ob ich damit mehr tragen kann. Kann ich auch selber Kurzwaren herstellen. Ganz viel Sachen. Regenmantel. Hatten wir nicht eine, die irgendwas gegen Regen wollte, aber ich glaube, die wollte einen Regenschirm haben. Aber vielleicht gibt es ja auch keinen Regenschirm. Vielleicht war ja der Regenmantel auch gemeint. Garn. So, na dann schaue ich da mal rüber wieder. Jetzt ist alles voll hier mit Rezepten, krass. Ein Fisch brauche ich für Butter... Nee, anders, für Kurzwaren. Spitzenfisch. Der beste Freund des Reisenden. Aber es steht nicht da, ob man dann irgendwie mehr tragen kann. Ich glaube, den habe ich gerade. Ach ja, genau. Die so blau leuchten, die sind baubar. Jetzt habe ich natürlich wieder die Quest. 1000... etwas herzustellen im Wert von 1000.
Aber ich gehe jetzt erstmal weiter. Weil diese Quests, das sind für mich eher so Sachen, die man dann im Endgame eher macht. So, es gab doch noch eine andere Karte, glaube ich. Warte mal, das war. Achso, Aufgabe als aktiv und dann gab es noch Fahrt setzen. Aber Aufgabe aktiv ist sowieso schon Fahrt. Auf jeden Fall haben wir die. Das Bart-Duell. Warum leuchtet das? Haben wir die Karte damit quasi fertig, außer hier hinten noch der Zipfel. Und da kam ich ja nicht weiter, weil die Finsternis im Weg war. Hey, hier könnte man noch nach dem Quest gucken. Die habe ich gerade Details. Brauergilde gefunden und aufgenommen. Er hat sich niedergelassen und sich in ein Haus gebaut. Wirkt äußerst glücklich. Achso, das ist der, den wir gefunden haben. Und der war bei der Brauergilde. Das heißt, die sind zum Teil ganz woanders. Boah, ist das hell. Ich wollte gerade sagen, kam das eigentlich wieder ran, aber das war bei Castle, nicht Castle Crusher, wie heißt das? Crashlands. So, ob hier noch irgendwas ist, da ist auf jeden Fall ein Schiffswrack, so wie es scheint. Mit einer Kiste, aber da war ja immer nur so. Oh, Münzen. Und ein Angelspot. So. Ob hier noch was ist? Vielleicht, aber nicht auf diesem Wege. NATO. Ist auf jeden Fall eine Katze. Ich glaube, das könnte so klappen. Ich darf nur nicht runterfallen. Wobei, er fliegt ja eigentlich nicht. Ah, schade. Also so komme ich da schon mal nicht dran. Wahrscheinlich durch diesen Spalt da oben. Und dann komme ich da rüber und kann da auch noch bei den Dings was holen. Bei dem war ich ja gerade. Das ist zu tief. Na gut. Hatte ich das noch nicht kaputt gemacht? Oder ist das wiedergekommen? Ich glaube, als ich hier war, hatte ich aber noch keine Hammer. Okay, also die Quest bringt mir nichts. Ein Raupi. Da gucke ich doch mal halt. Genau, was wollte der denn haben? Die Steine zu kontrollieren ist natürlich praktisch. Weil man dann die ganzen Abkürzungen hat. So, zu meiner Farm will ich dann auch mal gehen. Aber der scheint irgendwie nicht aktiv zu sein.
jeden Fall ist da hinten, glaube ich, eine Katze da oben. Yep. Schnurrt. Und es wird schon wieder Nacht. Es geht so schnell immer. So, na dann, ich wollte zu meinem Hof erstmal gehen. Ich könnte mir jetzt entweder wieder irgendwelche Aufgaben rauspicken oder wir machen jetzt die nächste Erkundungstour. Oh, so viel Kacke liegt hier rum. So, Sauberkeit 22%. Mal gucken, ob die hochgeht. Das ist aber auch eine scheiß Arbeit. So, was war hier? Was bauen? Aber habe ich irgendwas? Spinnrad. Nein. Nee, nicht wirklich. Ist hier was drin? Oh, Papierkorb wollte ich jetzt nicht. Blaubeeren kannte ich noch gar nicht. Ha. So, und wenn ich ihn anheuern will, muss ich ihm Essen geben. Aber ich habe so viele Pilze, vielleicht reicht das ja. Ja. Toll, ich liebe Pilz. Hat jetzt 1% bekommen. Das heißt, wenn ich ihm noch einen gebe, oh, es steigt um 1. Vermutlich bei anderen Sachen mehr. Ja. Hm. 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 Die anderen Sachen habe ich zu selten, zu wenig, dass ich die jetzt weghauen will. Ja. Gucken wir mal, wie weit das so geht. Ja. Ja. Hm. Hm. Ja. Ja. Ich muss die jetzt komplett zufriedenstellen. Vor die arbeiten. Und dann muss ich wahrscheinlich auch immer noch darauf achten, dass ihre Leiste oben bleibt. Ja. 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 Hm. Ja. Hm. Ja. Trotzdem noch rot. Kann es nicht mal gelb werden? Aha. Aha. Mhm. Ja. Ja. Und weh, ich komme beim nächsten Mal wieder und der hat die Energie dann verloren, die ich jetzt spendiere. Ja. Ab über einem Drittel wird er. Wird er scheinbar, denkst du. Sauberkeit im Hof ist jetzt wieder voll auf 25%. Produktionsertrag ist relativ niedrig, aber warum, keine Ahnung. Ist hier noch was in der Kiste? Achso, das ist meine, wo ich Sachen gelagert habe. Genau, die ganzen Farbstoffe. Da habe ich mir gedacht, die muss ich ja nicht mit mir rumschleppen.
So, gucke ich mal, ob ich die Finsternis hier noch wegmachen kann und dann... War ich hier noch gar nicht? Aber doch, sonst hätte ich die Finsternis ja nicht erkannt. Das heißt, die Kisten kommen einfach auch irgendwann wieder, glaube ich. Zwölf von sechs. So, Kiste mit zwei Golderz, Pilz, ein Rezept für runde Zöpfe. Und dem Symbol zu urteilen, muss über mir Teleporter eigentlich sein. Kiste. Ne, das war die Markierung, die ich gesetzt habe. Aber egal, dadurch bin ich nach oben gelaufen und habe jetzt noch die Kiste gekriegt. So, wir sind bei 17 Minuten. Ich wollte erstmal wieder eine kleine Pause machen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.